vielseitig wie Melee Skill Levels. Konstantin weiß, was ich meine. So was. Nicht heute. Bist du ready für die zwei Leute? Selten sieht man mal ein Matchup, wo beide Kontrahenten zusammen unter 3 Meter groß sind. Sie sind beide ein großer Mann. Ja, ja. Der Atze und der Mann. Geldatze. Geldman. Okay, schauen wir uns das mal an hier. Oh, oh no. Konstantin frisst Foxes zum Frühstück. Battlefield? Der Mann so ein bisschen gierig gewesen, ein bisschen zu aggressiv. Lange um deine. Reingehüpft und wurde sofort dafür gekillt. Oh, einfach zerlichtet. Stop. Geil, das ist das Match, das ich jetzt brauche. Oh, die Follow-up würde ich nicht probieren gegen Konzi. Wenn dann Follow-up der, nicht Follow-up der, sonst kriegst du aufs Maul. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man mit dem Firefox wieder auf die Stage zurückgeht. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Okay, jetzt hat er ein Opening. Takes. Nice. Schön in der. Jetzt muss er ihn outrollen. Oh. Schafft er nicht. Nope. Also Konstantin will direkt den Forstack, so direkt Game 1, er will einfach so ein Exempel statuieren. Ja, also sagst du, boy, weißt du noch, wer dir Melee beigebracht hat? Du bist hier auf meinem Turnier. Hat er ihm Melee beigebracht? Nein. I don't know. Nein, nein, nein. Sie sind einfach nur 15 Jahre auseinander. Oh. Okay, okay, erster Stock. Ab geht's. Erster Stock für Geld, Junge. Blut geleckt. Ich finde mal krass, wie Geld man einfach immer Moonwalk macht. Die sind wahrscheinlich hier. Moonwalk sind auch feierlich. Ich wünschte, Geldjunge würde ein bisschen mehr grounded spielen, nicht so viel hüpfen. Geldjunge würde im Turnier. Würde ihm besser tun, glaube ich. Nicht so viel jumpy sein. Nicht so? Pass mal auf. Ja, vor allem, da es jetzt Rollback gibt. Ja. Schön, das war ein guter Grab. Er hatte auch Rollback, bis er seinen Laptop geschrottet hat. Oh. Schöne Nähe. Ja. Oh, okay, das ist einfach. Ja. Freak Accident. Spontaneous Combust. Ist Coaching erlaubt? Nein, nicht mit Z, bist du des Wahnsinns. Keine Memes. Außer also, Memes sind kein Coaching. Okay. Yoshis, ja. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Oh Gott, der Hashtag. Overshoot. Oh, ich glaube, Geldmann ist zu eingeschüchtert. Ich glaube, es ist die psychologische Kriegsführung gegen Konstantin zu spielen. Der Mann mit den schnellsten Abwehrs im Westen. Oh mein Gott. Ich glaube, Geldmann ist nicht ready. Ich glaube auch. Im Gegensatz zu Konstantin ist er immer noch ein kleiner Junge. Ich glaube, Geldmann wird wieder demoted zu Geldjunge. Ja. Oh, der ist Kobobas. Der Kobobas räumt auf. Oh, covert alle Optionen. Alles gecovert außer eine Option. Roll zu the left. Ach. Oh, what? Das hat einfach fast gefehlt und das sagt einfach alles aus über diese Charaktere. Der Disrespecter wird disrespected. Ja, dass dieser Move absolut schlecht ist, weil er schon ungefähr 120% hatte. Aber es hat sogar. Konzi zeigt einfach, wie man es zeigt. Konstantin sagt, wir brauchen nicht gleich viele Stocks. Ich beende das Spiel hier vorher. Oh! 3 Stock zu 3 Stock. Ist das ein. Geldmann muss ein bisschen Tempo rausnehmen. Geldjunge, jetzt fick ihn halt! Er muss mehr Dash tanzen, er muss mehr auf Grounded bleiben, er muss mehr. Ich dachte, man muss Konstantin umsteamen. Nee, nicht Falcon. Falcon ist so gut in der Luft, warum solltest du dann mit in die Luft? Nein, das ging. Ich dachte, ihn als Mensch. Ja, das war eine schöne Idee. Ja, schön. Yup. Oh, sorry. Yup. Ja, siehst du, Grounded bleiben, abtilten, alles ist goodie. Aber man muss sagen, viele Kills von Konstantin, die kommen auch einfach aus so wilden Aerials. Ja, aber er versucht auch zu aerialen und dann verliert er das Trade-off und dann wird er umgebracht. So, schön. Er muss auf dem Boden bleiben, ja. Genauso. Muss auf dem Boden bleiben. Jawohl. Das Tof. War wesentlich ruhiger gespielt, wesentlich defensiver, das war viel schöner. Das war wirklich solide. Gettin auch kein Stranger für sicke Adaptions. Ja. Unter dem ganzen Full Steam immer nach vorne und auf dem Groundstick immer zum Gegner hindrücken, liegt doch ganz schön viel Nachdenken. Jetzt outwallen, okay, nicht geschafft, nicht schlimm. Ja. Aber jetzt nicht schon wieder die ganze Zeit rumhüpfen. Genau, was passiert sonst? Ja, schön wieder Center Stage. Jawoll. Gar nicht erst irgendwelche dummen Counter reinholen. Und da ist auch. Und dann noch der Schein. Zum Disrespecten. Ich find's gut. Schatz, du hast dein Pausenbrot vergessen. Hier.
Der Junge ist, ja. Der hat die schlechtesten Firefox-Engels. Deine Engels sind okay. Aber mehr sind sie nicht. Reicht dann nicht mehr, weißt du? Ein bisschen zur Seite. Luther's Final. Schön, er hätte er abtippen können wahrscheinlich sogar noch. Ich finde den Upsmash geil, genau da muss er hin. Wenn der sitzt, macht er so viel Damage. Mies. Okay, schön ruhig bleiben. Jawoll. Vielleicht schöner Trade. Siehst du, das war eine Upsmash. Das war das Richtige. Jawoll. We take it. Was geht, Tommy H? Living thanks to Rundale. Psych! Oh, Sakurai! Ist es der 3-Stock to 3-Stock? Shine? Schade. Never mind. To reverse 2-Stock? Aber Konstantin ist auch einfach so. Schöner Fisch. Wenn er böse ist, spielt er auch einfach besser. Oh, jawoll. Nicht zu viel Arrow. Quasi top. Boden bleiben. Jawoll. Blip. Oh, kein Blip. Schöner, okay. Schöner Drift. Nicht so gut. Und. Oh, ja, nice. Attack. Den muss man hitten. Und da kommt. Oh. We don't talk about that move. Jawoll, da sind die Engels, die wir sehen wollen. Und der Ballon. So, Freunde, und jetzt haben wir ein Set. 2-1. Ja, letztes Game hat ja auch Geld mal einen Reverse Reload. Ja, und vielleicht kommt ihm das jetzt so ein bisschen, holt ihm das noch ein, dass er die ersten zwei Games ganz schön gepennt hat. Aber manchmal ist man auch einfach so ein bisschen nicht warm, weißt du? Oh, nee. Kein Kill. Du brauchst einen Laser, wenn du Falcon Upsmash knocken willst. Sonst. Okay. Sonst kommt kein Knockback nicht. Und du wirst gegrabt und das Spiel dreht sich einfach vor. Es steht 2-1 für Konstantin. Interessant. Aber das Momentum. Oh. Ja. Ist auch nicht in seinem Favor. Das spricht nichts für ihn. Das stimmt nicht. Fast. Blub. 50-50. Schön. Oh. Genau so. Das war aber Dreamland. Oh, Dreamland. Und da kommt der rein. I mean, if it works, it works. Humble up, yes. Okay, eben geht. Schön und ja. Ja, richtig schön. Oh, dass ich da rausziehe. Ja, die Uptails funktionieren gerade richtig gut. Das war wieder so eine Schnee einfach rein. Ja. Und siehst du, voll auf Nair, komm, ist furchtbar gegen Falken. Ich hab noch nie irgendwas von Fox verloren. Ja? Nair besiegt jeder Attacke von Fox, egal was er da hier macht. Oder? Ja, das ist sehr gut. I don't know. Oh. Also ich sehe ihn die ganze Zeit irgendwelche Nair-Moves machen und der wird einfach von der Nair von Falken gekillt. So. Fox kann letztendlich Upsmash machen, kann invincible sein und der wird trotzdem irgendwie den Falken Nair verlieren. Das wird irgendwie trotzdem. Oh. Er war halt in der Luft, verdammt so voll auf Nair so und er wurde von der Short auf Nair von Falken getroffen und es hat nicht mal getradet. So, es hat einfach mal gewonnen. Was hat so leichte? Das hat so leichte Verschwörungstheorie mit Klänge. Aber ja, wir glauben dir das. Einfach so, glaub mir. Wenn das Argument ist, glaubt mir. Oh. Ja, musst du auch darüber ein 2-Stunden-Video machen? Ja. Mein Onkel spielt Falcon, der hat mir das gesagt. Der arbeitet bei Nintendo. Der ist im Sentchi-Discord. Nintendo ist einfach reingepatcht bei Slippy, um alles durch das Körper. Come on, Geldjunge. Hol dir das zurück. Oh, okay. Schade. Fair als Combo Extender. Ja. Schön. Ich liebe Update. Guter Move. Guter Move. Toll. Oh. Jawohl. Okay, ab geht's, Geldmann. Zeig uns. Geldperson. Ja. Meinst du genderneutral? Geldmensch. Geldperson von Geschlecht. Schein. Apfel. Oh. Oh no, ich hasse Konstantin das. Oh mein Gott. Oh, mit dem Yomi. Der Get Up Attack. Oh. Jawohl. Oh yes. Oh, nein, oh, schon wieder. Ah, bitte. Ah, jawohl. Gut den Read. Ja. Jetzt hat okay, er Angst. Okay. Nein. Guck mal da. Ja. Oh, Snacky dir. Oh, yes! Ah, schade. Guter Versuch. Nein. Das hört sich immer noch mit. Jetzt wird das belohnt. Oh. Nein. We're good. Oh. Aber er holt es für Konstantin, Mann. Hackerman. Fühlt sich schlecht. Niemand will gegen Geldmann gewinnen im Bracket. Ist immer Herzschmerz. Aber ein solider Run von Geldmann.